So, willkommen zu einer neuen Folge Raid am Mittwoch, am Donnerstag. Nein, heute ist Mittwoch, also nur Raid am Mittwoch. Es hat wieder mal geklappt. Und damit das geklappt hat, ist auch jetzt was ganz Besonderes in der Folge. Und zwar werden wir am Anfang kurz ein paar News bringen, was ganz neu ist. Und dann natürlich wieder die Highlights der Woche und den Schocker der Woche für euch. Denn gestern Abend hat das Event angefangen, das Pflanzen-Event. Equi, keine Ahnung, wie auch immer Event. Und die ganze Zeit hat jeder gesagt, das ist voll öde, das ist das schlechteste Event, das es je gab. Keine Erfahrungspunkte doppelt, keinen Sternenstaub doppelt, keine geringerten Eidistanzen. Also es gab einfach nichts, kein neues Shiny, kein gar nichts und nur ein paar Pflanzen-Pokémon. Das ist ja mal gar nichts, das braucht doch kein Mensch. Gestern Abend war es soweit und es hat nicht lange gedauert, da kamen schon die ersten Meldungen. Es sind neue Shinies eingeführt worden und das Ganze betrifft natürlich Luna, Stein und Sonnenfell. Was man hier auch sehen kann, habe ich mal hier eingeblendet, also das Sonnenfell ist jetzt leider nicht mehr bei uns, das war die ganze Zeit bei uns. Das wäre dann so rötlich als Shiny. Das hat jetzt aber mit dem Event wieder gewechselt. Habt ihr jetzt irgendwo auf der anderen Seite des Kontinents, so Brasilien, Amerika, irgendwas, keine Ahnung, alles hin und her. Und wir haben jetzt natürlich Lunastein. Wer das noch nicht hatte, dem ist aufgefallen, dass in der Nearby-Liste plötzlich überall Lunastein war. Als Schatten, alles war voll. Und das hat als Shiny dann also ein blaues Auge statt ein rotes Auge. Das ist also neu. Und damit ich das eben nicht als extra Infovideo heute mache, diese zwei Sachen. Ich möchte euch nämlich kurz dann noch die aktuellen Raid-Bosse zeigen. Die habe ich hier nochmal, weil die auch mit dem Event eingeführt wurden. Da haben wir also im 5er, also wir haben die X-Raids jetzt weiterhin. Ihr wisst, die Verteidigungsform von Deoxys kommt jetzt rein. Dialga ist noch weiter da. Level 4 Raid-Bosses habt ihr jetzt also. Sazenia, Knogger, Despota. Dieses Tengulist, Absol, ist eigentlich eher uninteressant. Mit Sazenia macht man ja auch nicht mehr wirklich was. Und Absol Shiny habe ich ja schon. Dann Level 3 habt ihr also Alola, Raichu habe ich aber auch schon als Shiny. Machomai weiter dabei. Kapilz. Wer noch kein gutes hat, kann sich dann noch eins gönnen. War ja auch jetzt als Top-Angreifer gegen Dialga gelistet. Wer kein gutes Machomai hat, kann sich auch ein gutes Kapilz holen. Ist aber auch Pflanze, kann aber auch normale Angriffsattacken und Tangela dabei. Wer kein gutes Tangela hat, ihr wisst, ihr könnt mittlerweile Tangela ja auch zu Tangolos machen. Könnt ihr da auch mal vorbeischauen. Tier 2 haben wir also Kogowai, Alola Kogowai, dann dieses Reptane, Roselia als Shiny und Flunkiefer als Shiny. Habe ich aber schon alle, die Shinies, die es da gibt. Also auch uninteressant. Und Tier 1 habt ihr dann Endivie, Sonnenkern, Noturzel, ja, den Kaktus, Noctusca, nee, Tuska, Tuska, der Kleine, glaube ich, und Shinox. Shinox habe ich auch schon. Bei Endivie gab es den Community Day. Sonnenkern wäre interessant. Also mit den kleinen Accounts werde ich vielleicht wieder ein paar Sonnenkern-Raids jagen, wenn ich mal einen sehe. Das, was aber Neues, was es jetzt zu dem Event gibt, noch als Ergänzung zu gestern. Und jetzt schauen wir mal kurz auf die Highlights der Woche. Das sind diesmal nicht so viele, es war relativ ruhig. Man hat viel geraidet, Rayquaza hinterhergejagt und ja, mal gucken, was es da so alles gibt. Angefangen hat die Woche mit einem Shiny Slimer beim Stefan Landei. Ihr wisst, er hat alle jetzt diese Aktion da mit diesem No Gym 2019 Account, in dem er natürlich kein Team gewählt hat, kann keine Raids machen, kann keine Coins sammeln, kann keine Arenen angreifen, keine Arenen drehen, gar nichts hin und her. Hat aber jetzt sein erstes Shiny bekommen, der Grüne gerade gefunden, das allererste Shiny für ihn und für den grünen Account, der ist grün, weil er kein Team hat, ein grünes Shiny. Was könnte denn besser sein? Glückwunsch natürlich an der Stelle. Dann hat uns die Heike gezeigt, wie ein Elekid aussieht, was euch auf Arbeit besucht, da auf dem Kassenband anmarschiert und richtig coole Sache. Leider gehen bei mir die Fotos natürlich nicht so. Bei mir ist das immer in der Mitte und sieht immer gleich aus. Ihr könnt da gar nicht drum rumlaufen, ihr könnt das nicht streicheln, ihr könnt gar nichts, weil bei mir der AR Plus Modus nicht funktioniert. Müsste ich mir vielleicht mal ein besseres Handy holen. Dann der Brain aus Thema, hier mein 100er Traunfugil, ihr seht Level 25 mit 2,2%, aber durch die Werte 1, 0, 0
könnte es ja ein Hunderter sein, wenn man so von Weitem guckt und sieht nur die große 100 da stehen. Leider nicht shiny, sonst wäre das natürlich noch genialer. Ein 100%iges 2,2er Traunfugil in shiny. Dann habe ich ein paar Eier gebrütet und das ist mir gar nicht aufgefallen. Da habe ich nämlich ein paar Trades gemacht und ich gucke ja dann immer, wenn ich das trade, wie viel die WP ungefähr ist, und da ist mir aufgefallen, hä, das hat doch das Maximum, das ist das 100er, bin dann wieder rausgegangen, hab das mal kurz durchgedrückt bei den Sätzen, hab gesehen, alle drei Werte auf 15, habe ich beim Ausbrüten komplett vergessen, weil es immer schnell gehen muss in letzter Zeit, hab's mir dann noch dran geschrieben, 100% Pi, das erste, glaube ich, was ich davon habe. Trotzdem richtig gute Sache, kann man ja nur aus Eiern bekommen. Dann habe ich mein erstes Shiny Sandan bekommen und darauf warte ich ja schon Ewigkeiten. Grüße gehen da nochmal raus an Angelina Vio, die mir das gegeben hat. Dafür war es gut, dass ich so viele Macholo bekommen habe. Da konnte man dann natürlich mal eins abgeben, dafür ein Shiny Sandan bekommen. Das finde ich immer noch genial in diesem Pfeffigrün. Richtig geniale Sache. Mittlerweile hat sie mir auch noch ein zweites dazu gegeben, dass ich das mal entwickeln kann und eben die ganze Familie wieder auf der Hand habe. Dann haben wir ein paar Rayquaza-Raids gemacht, hatten spontan da auch eine kleine Rayquaza-Raid-Tour gemacht sozusagen. Nach Arbeit waren da 2-3 Leute dabei, wir sind rumgefahren, haben ein paar Raids gemacht und auf dem einen Account, auf dem kleinen Account, auf dem Ivar Mild, habe ich ein wettergeboostetes, 100%iges Rayquaza bekommen mit 15, 15, 15, auch richtig gute Sache. Ihr wisst, Rayquaza, richtig guter Drachenangreifer und auch so als Flugangreifer eigentlich auch gut. Kommt auf 3835, das werde ich demnächst auch mal hochziehen, bei dem glaube ich, dass er mal ein paar gute Pokémon hat. Dann der linke Networks hat uns gezeigt, die waren auch unterwegs, haben eine kleine Raid-Tour gemacht, obwohl, was heißt klein, wir haben hier 3, 6, 9, 12, 15, 18, ja, 21 Raids wahrscheinlich vom selben Tag. Nee, das unten, das gehört nicht dazu, also 20 Raids, glaube ich, an einem Tag, und wir können mal kurz die Ausbeute anschauen. 84, 87, 77, 91 mit 15 Angriff, also das ist schon mal cool. 82, 69, ein 98er mit 15, 15, 14, das ist richtig genial. Dann noch ein 82er mit 15 Angriff, ein 89er mit 15 Angriff, ein 82er, 83er, 71er. Ein 81er, 83er, 84er, 81er, 96er, leider nur mit 14, 14, 15, 76, 93, oh mein Gott, mit 12 Angriff nur und 83. Also an sich trotzdem eigentlich cool, denn das 98er ist auf jeden Fall ein Highlight, das 91er auch noch richtig brontal. Und ich würde sogar das 89er und das 82er mit 15 Angriff eher hochziehen oder in Betracht ziehen als das 96er mit 14 Angriff. Ja, kann man machen, kann man nicht. Vielleicht sollte man auch nicht so extrem viel Wert auf diesen Angriffswert legen, wenn er nur einen Unterschied hat. Vielleicht gibt es ja doch irgendwann mal die Möglichkeit, dass man noch IV verbessern kann, dass man alle 98er dann zu 100ern machen kann, wenn man bestimmte Aufgaben erfüllt, um einen Wert zu steigern. Das fände ich immer noch richtig genial. Und es hat sich mal richtig gelohnt, endlich! Aus der gleichen Raid-Tour, nehme ich mal an, hat die Linsiere auch ein Shiny Traunfugil bekommen, mit 82% sogar, 12, 12, 13, richtig coole Sache. Fehlt mir natürlich auch noch die Temeraner, da weiß ich, die haben auch schon da eins abgegriffen, aber ja, muss man vielleicht mal wieder auf so ein Halloween-Event warten, wenn wieder mehr Geister spawnen. Dann habe ich endlich auch ein Shiny Fukano bekommen. Grüße nochmal gehen raus an Angelina Vio. Wir haben da so eine 4-Tage-Aktion gemacht und es ist immer zu komplett ausgeplant. Ich komme, wie gesagt, gar nicht dazu, die Legendären mal zu tauschen, weil immer zu die Shinies dran sind. Aber das hat sich ja vielleicht eh bald erledigt, wenn es nämlich jetzt wirklich so kommt, dass man Glücksfreunde bekommen kann, bei denen 100% das nächste Pokémon, der nächste Trade ein Lucky wird, kann man ja gezielt dann eben diese Legendären glücklich machen, die einen im Pokédex fehlen, dass man jedes Legendäre einmal auch als Lucky hat. Da muss man sich jetzt ja gar nicht so viel stressen und jeden Tag ein Rayquaza tauschen und nach 30 Tagen und 30 Rayquazas hat man immer noch kein Lucky. Am besten einfach aufheben und wenn dann dieser Glückstausch passt,
einfach 2 tauschen, die dann 100% sowieso lucky werden. Das ist ein cooles Feature, da hoffe ich, dass das bald kommt. Und wie das dann weitergeht, sieht man ja dann. Dann habe ich ein richtig bosshaftes Azuriel gebrütet mit 187 Straßenbande, ihr wisst Bescheid. Also richtig heftig, der Typ. Ehre vorhin gefangen. Der Hornswoggle war auch mal wieder aktiv und hat ein Snuppel bekommen. Und coole Animation, mitten hier im Bärefüttern oder irgendwas hat er den Screen gemacht. Das sieht man ja. Was hat das bekommen? Eine Banane? Wo kommen denn Herzen? Herzen sind bei? Ne, bei der gelben fliegen immer die Bonbons durch die Gegend. Kann sein, dass das eine Banane war, weiß ich jetzt nicht. Weiß er ja auf jeden Fall. Cooles Shiny und Grand Bull auch richtig edles Shiny auf jeden Fall. Dann noch ein paar Raids gemacht, abends an der neuen Arena an der Sonnenuhr, fix im Regen, eine Rayquaza Raid gemacht, wo ich Xtreme seinen Account auch mitgenommen habe und ein 15, 15, 13er, 96er Rayquaza bekommen. Habe ich dann auch gemaxt in einem Video, das war glaube ich gestern zu sehen. So, Ramon, diesmal auch Lucky. Da haben wir es wieder das Thema, weil der Xtreme, immer wenn er mit dem Kenny tauscht, kriegt er 100er, aber die werden nicht mal Lucky. Das heißt, bei den meisten, die werden Lucky und haben schlechte Werte, oder sie werden Lucky und haben gute Werte, aber der Xtreme, der hat sich immer einen 100er nach dem anderen geholt, ohne dass sie überhaupt glücklich geworden sind. Jetzt hat es also geklappt, das ist Lucky und 100er wird, aber ja, mit dem Fleckmon, was will man da machen? Eigentlich nichts. Bin mal gespannt, ob er es trotzdem so lässt oder ob er es entwickelt. Vielleicht für den Lucky Dex kann er ja da ein Lasho King oder eben ein Lamus draus machen. Dann bin ich aufgestiegen mit Maze zu besten Freunden. Da gab es wieder nicht 200.000 Erfahrungspunkte, sondern nur 100.000. Denn am Tag davor habe ich noch gedacht, ja, du machst morgen einen Raid mit den beiden Accounts und dann tust du ein Ei rein. Weil wenn du jetzt 100.000 kriegst, verschenkst du morgen 10.000. So könntest du den Raid machen mit einem Ei, dass du nochmal 10.000 oben drauf kriegst zu den normalen 10.000 und dann der Aufstieg. Am nächsten Tag habe ich natürlich nicht mehr dran gedacht, richtiger Ramse. Und habe das einfach den Raid gemacht und mich danach gewundert. Oh, Aufstieg, 100.000, verdammt. Also bei mir war es eigentlich wurscht, ich bin ja schon 40, aber der Maze hätte das natürlich dringend gebrauchen können, der wuselt immer noch unten bei 31 rum, Maze der 31er, so kennt man ihn. Dann noch ein Screen, was mir auch der Stefan Landei geschickt hat, was ich cool fand. Da haben einige nämlich auch ein Rayquaza Duo gemacht und einer hat sein Team gehabt und der hat einfach statt Mamoodle Snibunas genommen und ihr seht schon, wie die heißen. Wer ist denn Mamoodle? Bitte wer? Mamoodle, nie von gehört. Haben wir Kekse? So kann man es natürlich auch machen und Botschaften übermitteln. Aber 2,989, richtig hoch natürlich, richtig gute Sache. Dann hat mich die Terrorzicke eingeladen. Danke dafür nochmal, Terrorzicke, zu einem Raid nach Meiningen, dem X-Raid am 28. März. Und da soll also schon die neue Verteidigungsform kommen. Sind wir mal gespannt. Sieht auf jeden Fall anders aus, weil zwischen der Normal- und der Angriffsform gab es ja kaum einen Unterschied, also das war wirklich gering, aber die Initiativform und die Verteidigungsform, die sind deutlich erkennbar. Dann habe ich nochmal getauscht mit dem Bockwurst-King, der hat auch einen Shiny Matrollo bekommen und es ist Lucky geworden, da freut er sich bestimmt, ich mich natürlich nicht, denn ich habe dafür einen Shiny Pi bekommen. Und ihr wisst ja, ich will die ja immer so haben, die ganze Familie. 3 Stück bräuchte ich also davon, dann immer durchentwickeln, dass ich von jedem eins habe. Und jetzt ist es auch noch Lucky geworden. Dabei hatte ich schon einen Lucky P. Und mir ging es nur um das Shiny. Jetzt ist das Shiny wieder Lucky und der Hintergrund. Und gerade wenn das so klein ist, da kommt dieses Leuchten und Schimmern so extrem durch. Aber beim P erkennt man ja trotzdem den Unterschied zwischen dem Shiny und dem Normalen. Also wir drücken mal ein Auge zu und rasten nicht komplett aus. Der Hoffi hat ein Shiny Makuhita bekommen, wahrscheinlich noch während des Kampf-Events mit 55 WP und auch ein Shiny Macholo. Das weiß ich aber, war nach dem Kampf-Event, hat er mir gesagt. Ich glaube 2 Tage danach. Er hat während des Kampf-Events keins bekommen und dann plötzlich nach dem Kampf-Event, bam, war's da. Hat er gar nicht mehr dran geglaubt. Mit 913 WP, also eigentlich auch guter Level, kann man mal mitnehmen.
Und der Jakob hat ein 98%iges Raik Vasa bekommen. Würde ich natürlich auch sofort hochziehen. Also der Sternstaub, der reicht ja gerade so. Aber es sind keine Bonbons da. Und so wie das aussieht, könnte man denken, dass das sein allererstes Rayquaza ist. Aber er hat wahrscheinlich schon ein paar Bonbons reingesteckt, das schon ein Stück hochgezogen. Und ja, obwohl, dann hätte er ja den nächsten Power-Up eigentlich auch gemacht. Er hat ja, der nächste kostet ja nur 3. Oder hat er das Wetterboost? Jakob, wenn du das siehst, schreib mal drunter, auf welchem Level das Rayquaza ist und wieso du nur 3 Bonbons hast. Hast du wirklich nur ein Rayquaza gemacht und gleich einen 98er bekommen? Der Fabian Prowatzki hat dann einen Shiny Taubsi bekommen und schreibt unten schon BOOM Headshot, ne? Auch während des Events nichts bekommen anscheinend, und jetzt, wo das Event nicht mehr da ist, werden die Taubsis rausgeholt. Aber deswegen haben manche auch schon gesagt, Taubsi und Radfratz sind eigentlich die am häufigsten Shinies, die es dann gibt, weil einfach die Pokémon so oft irgendwo sitzen und spawnen, und das ist nichts Besonderes als welche, die man nur zu bestimmten Events bekommt, und deswegen werden die gar nicht selten und haben gar keinen Wert. Aber man muss ja trotzdem erstmal eins haben, beziehungsweise 3 und 2, wenn man ich ist. Der Tobi, immerhin ein Level 30er Knofenser mit 98%, 15, 15, 14, auch richtig gute Sache. Das könnte er jetzt aber entwickeln. Das hätte als der 10er dann 2356 und damit vielleicht in die in den PvP-Modus. Und boah, mit der neuen Attacke Säure-Mixer, die ja auch Zustandsveränderungen bewirkt, wäre das vielleicht eine gute Wahl, da es unter der 2500er Grenze liegt. Meiner hat uns gezeigt, dass das Event gestern losging, aber so ein ödes Shiny, und hat schon einen Shiny Lunastein bekommen mit den blauen Augen. Richtig gute Sache, sieht auch genial aus, und wir sind gespannt. Das geht ja jetzt 6 Tage, also ich glaube 7 Tage, eine ganze Woche, ob da noch was kommt. Der Zero, also Zero, zeigt uns, der hat das Kampf-Event auch ordentlich genutzt gehabt, hat also 3 100%ige Hariyama entwickelt oder herangezüchtet und 6 Shiny Makuhita mittlerweile auf der Hand. Der hat ordentlich zugeschlagen, so kann man es auch machen. Der Justin Keller mit einem Shiny Raupi, was auch oft hier rumsitzt, sehe ich mal. Dafür ist Hondio jetzt wieder seltener geworden, obwohl man eine Zeit lang gar keine Raupis mehr entdeckt hat und eigentlich nur noch Hondio an jeder Ecke gesehen. Jetzt wieder andersrum. Und der Marcel aus einer Quest hat noch ein 100% Fukano bekommen, was er dann entwickelt hat zu einem Akani. Wie ihr seht, auch immer noch richtig cooles Pokémon. Und ja, früher hätte man das hochziehen können, das hatte ja, glaube ich, auch 2600, 2700 WP. Das war richtig krass damals von den WP, als es noch nicht so viel Auswahl gibt. Heutzutage macht man damit wahrscheinlich nicht mehr so viel. Da gibt es natürlich bessere Feuerangreifer, vor allem da das eigentlich nur Feuerattacken, glaube ich, beherrscht. Oder beziehungsweise nur vom Typ Feuer ist und keine anderen dazu. Das war es aber jetzt hiervon erstmal. Jetzt kommen wir gleich noch zum Schocker der Woche. Und da sind wir wieder mit dem Schocker der Woche. Wir haben letztens gezeigt, ein 100% Shiny Machomai auf Level 40 vom Zenan oder wie der heißt. Und das kann man natürlich nur noch toppen mit dem Freund hier, 1278 WP, ein 100%iges Shiny Glücksmacholo. Was will man mehr? 15, 15, 15. Das hat alles. Das ist der grüne Hulk in Perfektion. Und da ein Lucky rauszuziehen, was dann durch den Tausch 100% bekommt und dann auch noch wenig Sternstab kostet zum Hochziehen, das ist richtig genial. Das ist richtig krass. Und das Ganze kommt vom Maximilian Schirmer. Glückwunsch dafür, Grüße gehen raus, und ja, das war's eigentlich jetzt von dieser Folge. Ich glaube, das war jetzt die Folge 21 sogar, wie beim Kartenspielen, 17 und 4. Und das war's von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal natürlich wieder, gucken die Highlights der Woche, ob es noch ein paar Shinies gibt, ob sogar Sonnenfeld Shiny irgendwo auftaucht, jemand das postet, jemand mir schickt, jemand mit reinnimmt, keine Ahnung. Und ob wir natürlich hier in der Community vielleicht ein paar Shiny Lunastein bekommen.
Wir sehen uns aber beim nächsten Mal. Bis dahin, peace out, vorhaut, euer Ramses.